Zitate sind bei einer wissenschaftlichen Arbeit äußerst wichtig, um Plagiatsverletzungen zu umgehen. Allerdings ist das nicht immer einfach. Was sind jetzt eigentlich Zitate? Zitate sind Übernahmen von Ideen anderer Autoren. Sie sind bei wissenschaftlichen Arbeiten sehr wichtig, damit klar wird, was der bereits vorhandene Stand der Forschung ist, das wird zitiert und welche Aspekte erarbeitet wurden, wird nicht zitiert. Zitate kennzeichnet man durch Quellenverweise. Wie diese Verweise nun aussehen, kann unterschiedlich sein und normalerweise sind sie in der Formatvorlage der Arbeit festgelegt. Das Wichtigste ist aber, dass sie so nahe wie möglich an der zitierten Passage angeführt werden. Wörtliche Zitate, also direkte Textübernahmen, werden immer direkt nach dem übernommenen Teil gekennzeichnet. Ist das Geschriebene Allgemeinbildung oder deine eigene Meinung, muss nicht zitiert werden. Ist es allerdings weder Allgemeinbildung noch deine eigene Meinung oder Schlussfolgerungen auf vorherige Ausführungen, muss unbedingt zitiert werden. Auch wenn das Geschriebene eine wörtliche Übernahme oder eine Umformulierung von einem anderen Autor ist, muss das unbedingt gekennzeichnet werden. Du musst auch zitieren, wenn der Text eine Idee von einem anderen Autor beinhaltet. Grundsätzlich muss jeder Text, der von einer anderen Person geschrieben wurde, zitiert werden. Darunter fallen Bücher, wissenschaftliche Papers, Zeitschriften, Dissertationen, Diplomarbeiten und Webseiten und Blog-Einträge.